So. Ah, vielleicht, es kann sein, ja, dass ich nicht bauen kann draußen, weil ich dazu zum Beispiel dieses Schweißgerät bräuchte. Das wäre ja irgendwie noch nachvollziehbar. Mehrzweck-Reparaturwerkzeug funktioniert in allen Umgebungen. Es kann ja gut sein, dass ich das brauche, um überhaupt bauen zu können. Oh, ich kann Blei herstellen. Gut zu wissen, wie man das macht. Mit Kupfererz dreimal. Oh, und ein Silbererz. Das finde ich scheiße. Chlor, Salzvorkommen, Korall. Korallenproben. Magnesium, Salzvorkommen. Okay. Synthetische Fasern mache ich aus Benzol. Und Benzol mache ich aus Blutöl. Und Blutöl ist was? Kupferdraht, Kabelsatz. Okay. Ausrüstung habe ich nichts Neues. Dazu bräuchte ich eben Magnesium oder das Kracherpulver. Was ist Kracherpulver? Das habe ich hier auf jeden Fall nirgendwo dabei. Blei brauchte ich doch für irgendeinen Anzug. Den könnte ich machen. Destilanzug, was auch immer, gewinnt Körperflüssigkeiten zurück. Hört sich irgendwie eklig an. Den könnte ich mir machen. Das Silikongummi würde ich noch hinbekommen. Ich habe zwar jetzt nicht so viel Quarz da, aber Quarz findet man ja ziemlich schnell. Oder ich spare auf den hier, den Strahlenschutzanzug, weil es ist jetzt gerade explodiert. Gerade eben konnte man in dem Log, ich habe es nicht vorgelesen, wo ich kurz reingeschaut habe, stand da was von wegen Reaktor beschädigt, bla bla bla. Ist schlecht, ne? Und wenn der jetzt gerade explodiert ist, wird hier wohl schon irgendwie Strahlung ausgetreten sein oder tritt Strahlung aus. Was auch wieder schlecht ist. Also wäre so ein Strahlenschutzanzug wahrscheinlich gar keine schlechte Alternative. Oder gar keine schlechte Idee. Ich mache jetzt einfach mal ein Bleistück. Kann eh nur eins machen. Raus, lass mich raus. Gucken wir mal kurz da rein. Haue das Blei darüber. Das kann ich hier sowieso bei mir nicht gebrauchen. So. Dampft jetzt die ganze Zeit schon zur Kacke? Da kommt es von draußen. Ich verstehe es nicht. Ich könnte da jetzt bestimmt auch rüberschwimmen, aber das ist doch schon recht weit. Schön. Auf jeden Fall brauche ich noch Silber und Quarz, das ist klar. Quarz haben wir hier gleich. So ein scheiß Viech. Versuchen wir den mal aus dem Weg zu gehen, so gut es geht. Halifatz. Dumme Kuh. Oh Mann. So. Finde ich denn hier irgendwo? Da hinten ist noch Quarz. Mehr als genug. Das ist ja schon mal gut. Ich sehe auch gerade keinen feindlichen Fisch. Oder zumindest keiner, der bedrohlich aussehen würde. So, dann gehen wir kurz hoch, Luft schnappen. Und ich bin doch wieder, ohne dass ich es gemerkt habe, in die andere Richtung geschwommen. Ich habe auch das Gefühl, dass er irgendwie an der Wasseroberfläche sich schneller bewegt. Schneller vorankommt wie unter Wasser. So, bup. Warum fängt jetzt so komische Musik an? Die sich beinahe anhört wie Kampfmusik. So, erstmal Silikongummi zweimal. Und dann brauche ich noch dreimal Kupfererz, weil ich dafür zweimal Blei brauche. Genau. Alla hopp. Alles gut. Was leuchtet denn da hin? Ah, das sind die Fische. Alles gut. Nee. In der Richtung befindet sich auch unser Schiff. Also werde ich jetzt einfach mal in die Richtung... Ah, Moment, mir fällt gerade was ein. Entschuldigt.
Ich wollte eigentlich nachschauen, ob man eigentlich sowas wie eine Taschenlampe bauen kann. Werkzeuge. Taschenlampe, ja, wir brauchen eine Batterie dafür. Batterie und, was brauchen wir? Batterie und Batterie und Batterie und Silikongummi. Ja, oh, gut, dann brauche ich halt nochmal neues Erz, was soll's. Ah ne, ich könnte mir nochmal Silikongummi machen. Batterie. Brauche ich Säurepilz und Kupfererz? Und Kupfererz habe ich natürlich keins. Oder hab ich da was rübergepackt? Ne, da habe ich nur meine Säurepilze. Lithium. Ich habe Lithium. Einen Computerchip. Für was brauche ich eigentlich meinen Computerchip? Kann ich denn hier irgendwo bei der Werkzeuge gebrauchen? Laserschneider, das ist bestimmt auch nicht schlecht. Schneide Sachen auf. Damit kann ich bestimmt diese Kisten, die überall rumstehen, die ich so nicht öffnen kann, kann ich damit bestimmt aufmachen. Was? Batterie? Okay, Titan. Okay, Diamant. Was? Wo? Schweißgerät, das brauche ich auch. Auf jeden Fall. Erbauer. Erstellt aus Rohmaterialien lebenserhaltende Abteile und Geräte. Dafür brauche ich einen Computerchip und eine Batterie. Ich glaube, ich brauche ordentlich was an Kupfer. Ich brauche Kupfer, wie meine Palz sagen wird. So, es ist stockefinster, das ist mir jetzt aber gerade egal. Ich muss irgendwie an das Kupfer rankommen. So. In welche Richtung lag jetzt nochmal das Schiff? Mal die Klappe. Ich wollte mich schon in Richtung Schiff halten eigentlich. So, in die Richtung. Ist das da ein Stein? Ich glaube schon. Ich hoffe einfach mal, dass hier kein Arschloch unterwegs ist, das mich beißen will. Und was haben wir jetzt? Titan. Ja, super. Ich bin begeistert. Kupfer, sehr gut. Ich bin wirklich begeistert. So, nochmal hochgehen zur Orientierung. Ja, ich bin noch auf dem richtigen Weg. So, 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 so. Also keine Sorge, es kann sein, dass ich den Satz jetzt sowieso für völlig umsonst sage. Weil ich werde es... Salz bekommen! Jawohl! Dann habe ich den Satz jetzt doch nicht für umsonst gesagt, weil... Oh, ich schneide nur gute Szenen zusammen. Oh, what the fuck? Mich hat schon wieder irgendeine Bitch angegriffen. Was ist los? Ich habe kein Geld. Verpiss dich. Was war das denn bitte? Hä? Ach du, da hinten warst du. Also, wenn ich dich erwische, steche ich dich ab. Ne, bleib bloß weg. So. Bababababam. Säurepilz habe ich jetzt. Verdammt, was wollte ich jetzt machen? Batterie. Ich brauche Batterien. Viele Batterien. Ich brauche aber das Kupfer, um das Blei herzustellen. Richtig? Richtig. Aber genau, ich wollte ja eigentlich erstmal eine Taschenlampe haben. Ich denke, die ist doch ganz nützlich, dass wir uns nachts da... Obwohl, locken wir mit einer Taschenlampe nicht noch Viecher an? Ich weiß es nicht. Dann mache ich mir den Abbau an. Computerchip und Batterie habe ich. Erstellt aus Rohmaterialien lebenserhaltende Abteile und Geräte. Ich glaube, das ist schon ganz praktisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das brauche, um unser Lager zu bauen. Also, einen Computerchip habe ich. Eine Batterie kann ich auch herstellen. Hole ich mir jetzt einfach hier mal den Säurepilz. So, die brauche ich. Falscher Knopf. Die zwei brauche ich um den Computerchip. Mach zu den Lade. Gehen wir mal da rein. Ressourcen, Elektronik, eine Batterie bitte. Persönliches Werkzeuge. Scanner ist scheiße. Das habe ich schon mal ausprobiert. Da habe ich nicht verstanden, wie das Ding funktionieren soll. Erbauer. Geil! Jetzt können wir natürlich endlich mal was bauen. Das ist doch der Hammer. Geräte, ein Schrank, jawohl! So nimmt das Ganze doch mal ein bisschen Gestalt an. Eine Leiter, das Säen- und Aufrüstungskonsole. Keine Ahnung, was ist überhaupt sonst gut? Pflanzer? Was ist denn Pflanzer? Observatorium. Komm mal her. Dann schaffe ich es vielleicht in dem Part doch nochmal in dem ersten Antest-Video ein bisschen was dazu zu zeigen zum Bauen.
Weil ich ja nicht weiß, ob wir uns damit länger beschäftigen werden. So, ich denke, das hier ist doch ein ganz hübscher Platz, oder nicht? So, jetzt habe ich hier den Erbauer. Dann schnappe ich hier mal ein Fundament. Und jetzt hat das Spiel kurz gehangen. Ich habe gerade kurzzeitig gedacht, jetzt schmiert's ab. Ich habe gedacht, so, jetzt ist es vorbei. Jetzt vergift mich doch nicht. Ich habe dir doch gar nichts gemacht, du dummes Scheißkackviech. Wo stelle ich das jetzt am besten hin? Oh, wenn der nicht alles hier voll fortzedeht. Dummkopf. Geht mir immer so viel Platz verloren, das finde ich kacke. So, stellen wir es hier drauf. Und jetzt muss ich... Ah, okay, links geklickt halte und dann baut er das. Alles klar, jetzt gehen wir erstmal hoch. Plus 2 Hüllenstärke der Basis hinzugefügt, nun bei 12. Okay. Nehmen wir noch ein Fundament, das bauen wir gleich mal hier dran. Dass wir hier auch mal ordentliche Fläche hinbekommen. 4 Stück braucht der Fundament. Gut, dann machen wir jetzt erstmal einen Raum, da brauche ich 6 Stück. Kann ich denn jetzt einfach so ganz schmucke hier drauf setzen? Ja, das setzen wir jetzt einfach mal hier auf die Ecke drauf. Dekonstruieren, aber wir können es auch wieder abbauen. So, jetzt haben wir das. Und der hat jetzt aber natürlich keinen Eingang. Wenn ich jetzt kein Material mehr habe für einen Eingang, dann raste ich aus. Das wäre richtig bescheuert. Ich gehe erstmal Luft holen, keine Lust zu verrecken. So. Ein Schott. Strukturelle Stützung kann das Einfließen von Wasser stoppen. Nee, das brauche ich. Kann mir jemand meine Sache kaputt machen? Eine Luke. Benötigt, um in die Basis zu gelangen. Genau das brauche ich. Aber dafür brauche ich Glas. Und für Glas brauche ich Quarz. Ich habe 2 Quarz dabei, das ist in Ordnung. Im Notfall hätte ich da bestimmt irgendwo schnell was gefunden. So. Schnell reingeflitzt. So. Fabrikator, Ressourcen, Grundmaterialien, Glas bitte. Raus, Rechtsklick. Luke kann man jetzt bauen. Sehr gut. Dann ab durch die Mitte. Würde ich gerne eine Luke bauen. Nein, ich wollte doch nicht nach oben, du Spacko. Es ist nur die Frage, wo setze ich die jetzt hin? Ne, da mache ich lieber Glasfenster rein. Habe ich nämlich auch schon gesehen, dass man das machen kann. Sieht bestimmt cool aus. Setzen wir da hin. Jawohl, Leute. So, da haben wir zumindest schon mal teilweise unsere Basis stehen. Ich bin, ehrlich gesagt, gerade ein bisschen begeistert und stolz auf mich. Ah, genau, Fenster. Da können wir nämlich auch, wenn wir genug Glas haben, können wir uns da Fenster hinmachen. Verstärken erhöht die Stärke der Hülle. Oh, das hört sich immer so an, als wenn das angegriffen wäre wird oder so. Ein einfacher Korridor. Kann ich den aber von hier innen ausbauen? Nee, gell? So, wenn ich jetzt Korridor auswähle. Ah, okay, mit Mausrad kann ich es drehen. Und jetzt einfach den da irgendwie dran setzen. Da kann ich ihn auch dran setzen. Okay, das wäre gut zu wissen gewesen. Ich wollte eigentlich wissen, ob ich ihn hier in die Schräge reinsetzen kann. Das wäre auch ganz cool, aber geht scheinbar nicht. Dann setzen wir den mal dahin. Was können wir noch so bauen? Energie. Solarmodule bräuchte ich aber 2x Quarz noch dazu. Geräte, da kümmern wir uns später erst drum. Raum, Glaskorridor, Verstärkung, Fundament, Schott. Noch ein Raum. Ein Observatorium, schau dir das Meerleben um dich herum an. Brauche ich ehrlich gesagt nicht.
bin ja ständig im Wasser. Also kann ich mir das später angucken. Verbinde zwei Etagen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das da hinsetze, oder? Kann ich das jetzt da draufsetzen? Nee. Wo kann ich das denn draufsetzen? Da kann ich das draufsetzen? Okay, machen wir einfach mal in unserem jugendlichen Leichtsinn. Und kann ich da oben jetzt einen Raum draufsetzen? Nee, das kann ich nicht. Kann ich einen Raum auf einen Raum setzen? Wird der Raum jetzt vergrößert oder kriege ich einen Raum auf dem Raum? Nee, ich will mal kurz rein. Ich möchte mir das mal ganz geschwind anschauen, wie das jetzt aussieht. Ich kann jetzt hier rein. Und da müsste ich doch jetzt eigentlich hochkommen. Da brauche ich aber wahrscheinlich wieder einen Korridor zum Anschluss. Oder wie verstehe ich das? Oh, verschwind, du blöde Kuh! Ich habe auch kaum noch Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Titan habe ich nur noch. Ich muss mir jetzt genau überlegen, was ich mache. Ein Raum braucht 6. Dann kann ich den Raum vergrößern. Ich will es nur mal wissen. Korridor könnte ich oben drauf setzen. Ja, klar. Okay. Okay, okay, okay. Ein T-Korridor. Nee, das wollte ich nicht. Nein. Brauche ich den mal? Der kostet mich nämlich nur 2 Titan. Das ist jetzt nicht so wild. Dann habe ich ja noch 6. Dann kann ich den Raum jetzt noch vergrößern. Wenn nicht, Titan kriegt man ja auch wieder relativ zügig. Aber ich könnte hier oben jetzt auch einen Korridor hinsetzen. Könnte ich theoretisch jetzt... Ich mache das jetzt einfach mal so dumm, wie es aussieht. Es ist auf jeden Fall miteinander verbunden. Oh, Moment, Moment. Sauerstoff. So. Kann ich jetzt so einen Raum einfach dumm in die Luft hängen? Kann ich tatsächlich. Oh, das ist ja cool. Aber ich krieg's gerade nicht mehr hin. Ach, ich brauche so ein Fundament überhaupt nicht. Ich könnte den Raum auch so hier irgendwie hinballern. Okay, das ist auch wieder gut zu wissen. Das ist gerade ein bisschen schwer zu bauen. Ich glaube, deswegen Fundament, das ist, schätze ich mal, einfacher. Nein. Komm schon. Dem hat es so funktioniert. Ja, nein. Ist noch nicht ganz fertig. Mir fehlen noch 2 Titanen. Okay, Titan habe ich aber, glaube ich, keins mehr. Kann ich jetzt aber eigentlich diese Sachen, die hier hängen, abbauen und mit ins andere nehmen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. So. Wir haben Salzvorkommen. Wofür habe ich das nochmal gebraucht? Das muss ich nur gucken. Ich glaube, das war bei irgendwas mit dem Werkzeug, oder? Ich brauche Salz, um Magnesium herzustellen. War das richtig? Aber dreimal. Erstmal unser Messer. Was sieht schon irgendwie sieht's cool aus. Ich finde es geil. Mir gefällt's. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich würde sagen, dann würde ich nämlich an der Stelle schon das angezockt Video... Wieso kann ich doch nicht hoch? Wieso kann ich doch nicht hoch? Hallo? Das, Moment mal. Senkrechtes Seebasis-Bindeglied. Oh oh. Zum Verbinden zweier Etagen. Boah, nö. So, Leute, dann mache ich doch hier nur nicht ganz Ende. Ich will mir auf jeden Fall das Titan, das ich jetzt noch brauche, das will ich mir jetzt auf jeden Fall besorgen. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache heute, das will ich auf jeden Fall noch haben. So, da haben wir einen Stein. Mal gucken, was wir da rauskriege. Was haben wir gekriegt? Titan. Ah, fangt doch schon mal gut an. Da unten haben wir Quarz, das brauche ich jetzt aber, glaube ich, gerade nicht. Ja, gut fürs Glas dann später, aber das werden wir dann alles mal sehen. Immer mit der Ruhe.
So, nochmal Titan. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Und da haben wir Salz. Oh, Leute, Leute, Leute. Jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt haben wir einen Lauf. Graben wir noch ein bisschen im Sand. Hätte sein können. Oh ne, jetzt wird schon wieder duster. Jetzt wird schon wieder zappeduster. Das finde ich scheiße. Ich hätte mir doch die Taschenlampe bauen sollen. So, schwimmen wir mal kurz nach oben und dann kurz in diese Richtung. Ich habe halt auch ehrlich, wenn ich mal so überlege, ich habe keine Ahnung, wie groß die Karte eigentlich ist. Wie weit wir hier wirklich schwimmen können oder ob sich die, ähnlich wie bei Minecraft, immer wieder neu weiter generiert, dass er theoretisch unendlich wäre. Das weiß ich halt echt nicht. Und warum ist das auf einmal wieder hell? War es gerade eben nicht stockfinster? Wie sieht mich jetzt keiner? Nimm den Metallschutt mit. Ich will hier ehrlich nicht drauf gehen. Das muss wirklich nicht sein. Ich müsste mir auch irgendwie mal einen Verbandskasten craften. Aber da brauche ich auch wieder Zell und jenes und extra Teile und extra mehr viel Fett. So. Ich schwimme mal da runter. Ich weiß, da ist irgendwie der Vulkan oder was auch immer das darstellen soll. Aber in der Höhle müsste es doch bestimmt auch irgendwie Steine geben, die ich wegholen kann. Macht mir das. Das macht mir ja irgendwie gar nichts. Ich beeile mich hier unten ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie lange ich das hier unten aushalte. Und auslaufen will ich nicht. Oh, wie cool ist das denn hier? Das muss ich mir merken, diese Höhle. Aber jetzt sollte ich vielleicht lieber mal verschwinden. Oh nö, 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 das schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich doch wieder niemals. Ich hab's doch wieder so verkackt. Nein, bitte nicht drauf gehen. Lass mich nicht sterben. Komm, hol Luft. Halt, Moment. Halt, halt, halt. Ich hab doch hier. Kann ich das nicht. Kann ich das nicht einsetzen? Doch. Boah, ich wollte gerade sagen, für was habe ich diese Scheiße gecraftet? Genau für so einen Notfall. Und es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Das finde ich ja mal gerade richtig geil. Boah. Bär. So. Aber das fügt mir trotzdem irgendwie keinen Schaden zu, kann das sein, oder? Jetzt bin ich aber in einer anderen Höhle, habe ich das Gefühl. Oh ne, ich sehe halt überhaupt nichts, aber diese Leuchtdinge, die will ich haben. Warte bitte! Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war ein Alu-Akbar-Fisch. Der hat sich gerade einfach in die Luft gesprengt, um mir Schade zu machen. Was ist das für ein Penner? Ich habe nur noch 21 Leben. Ich habe das Gefühl, ich werde demnächst versterben. Versterben. Sterben. Natürlich. Oder verstorben sein. So, dann bauen wir das noch geschwind fertig. Dafür reicht mein Titan noch. Ich meine, für die Leiter sollte es eigentlich auch noch reichen. Natürlich nicht. Dach. Fuhu. F-I-T-K. D-I-C-H. Dann machen wir das halt noch schnell. So, rein mit dir. Bup, 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 bup. Einmal Titan, bitte. Oh, mehr kann ich sie nicht machen. Gut, dann hat es ja genau gepasst. So, dann gehen wir jetzt noch schnell in die Basis. Mache die Leiter fertig. Schaue, ob das so funktioniert, wie ich mir es jetzt vorstelle.
Und dann würde ich schon fast sagen, dass wir fürs erste Mal am Ende sind. Aha. Bin ich jetzt schon oben? Ah, okay, der läuft halt einfach hochgebeamt. Das ist ja mega geil. Und dann mache ich dann hier alles mit Glas. Und oh ja, oh ja, oh ja. Nur ich habe hier noch keine Energie. Das ist mir bewusst. So, dann sind wir auch schon wieder unten. Das System funktioniert soweit. Tja, Leute, gut. Dann würde ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen, fürs Angezockt war es das erstmal. Mir persönlich macht das Spiel schon ein bisschen Laune. Doch, ich muss sagen, es macht eigentlich schon Spaß, so die Unterwasserbasis zu bauen. Das habe ich so auch noch nicht gespielt, finde ich ganz lustig. Und ja, ich würde einfach sagen, ich freue mich über eure Bewertung. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Einfach mal so eure Meinung, ganz unvoreingenommen, egal ob man es weiterspiele oder nicht. Was ihr von dem Spiel denkt, natürlich interessiert es mich auch, ob ihr mehr davon sehen wollt, ob mir da so eine kleine Let's Play-Reihe draus machen solle. So ab und zu, ihr wisst ja, wie es bei der Gamerbude ist mit regelmäßig. Das ist nicht so unser Ding. Fehlt auch einfach die Zeit dazu. Aber auf jeden Fall, schon zum 10. Mal, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr neu seid, kommt auf unseren Kanal. Ihr dürft uns gerne abonnieren, sofern wir Projekte haben, die euch interessieren. Und natürlich euch das Zuschauen bei uns Spaß macht. Das ist natürlich das Allerwichtigste an der Geschichte. Und dann würde ich mich an der Stelle jetzt verabschieden. Und freue mich auf euch und auf unsere nächsten Projekte zusammen. Bis dahin.